Hallo und herzlich willkommen zu dem vermutlich letzten Part von Princess Peach Showtime. Ja, heute starten wir hier im Keller und gehen direkt runter zur vermutlich letzten Boss-Tür. Mal sehen, was uns hier erwartet. Diese Macht fühlt sich stärker an als alles zuvor. Ich habe Angst, aber zusammen schaffen wir es. Also gut, Peach, lass uns durch diese Tür gehen. Wir haben ja die Funkelkraft auf unserer Seite. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Klar. Gibst du Stella 30 Funkelkristalle? Ja, warum nicht? Und damit bleiben uns 120. Auch eine ordentliche Nummer. Es geht nicht. Hat die Funkelkraft etwa keine Wirkung auf diese Tür? Eines fehlt euch noch, die Funkeli-Seelen, in denen unsere Liebe für dieses Theater erstrahlt. Wir vertrauen dieses Licht euch an. Als ob. Peach entwickelt sich zu Elsa. Oh, hat aber auch irgendwie leicht was von Rosalina. Oh. Jetzt begleitet uns die Kraft sämtlicher Funkelis. Dann ist es nun an der Zeit, Peach. Okay. Ich bin bereit. Oh, mach die Tür auf. Stell den Schuh rein. Willkommen auf meiner wundervollen Bühne. Ich habe auf dich gewartet, Peach. Dein fulminantes Strahlen hat Hoffnung geschürt und Erwartungen geweckt. Doch je größer die Träume, desto tiefer die Verzweiflung, wenn ich sie zerschmettere. In der erlesensten aller Tragödien. Haha, in diesem Moment habe ich, damit mein Meisterwerk vollendet wird, benötige ich jemanden wie dich für die Rolle der Gegenspielerin. Also komm, lass die Tragödie beginnen. Bühne frei. Ja. Oh, ich kann mich bewegen.
Oh, jetzt verstehe ich. Wir müssen uns hier mitbewegen. Und ich kann auch höher. Okay, ich muss die kleinen Viecher wegmachen. Nee, muss ich nicht. Ich muss sie gleich treffen. Das bringt nichts, wenn ich die Viecher treffe. Oder doch, irgendwann verschwinden sie, aber das dauert. Und die kleinen Geister spawnen auch nach. Kann ich das auch irgendwie aufladen? Nee. Ich schätze, das war das erste Leben. Beweg dich, beweg dich. Wenn man nicht angreift, kann man schneller fliegen. Alles klar. Und Zug. Das ist der aus der Westernwelt. Die runterfallenden Geschenke habe ich jetzt nicht zuordnen können. Und diese Feuersäulen auch nicht wirklich. So, zweites Leben ist weg. Dritte Phase beginnt. Und das dritte Leben ist mit Sicherheit auch gleich Geschichte. Ja. Ah, oh, und jetzt Kamehameha. Nice. Und sie zerfällt und lässt nur eine Maske zurück. Aber das war's doch noch nicht, oder? Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank, Peach. Deine Funkelkraft ist überragend. Das Theater ist gerettet. Lass uns zu den anderen zurückkehren. Zu früh, viel zu früh. Hier endet es noch nicht. Schließlich sind wir doch nicht einmal beim Finale. Peach, meine Dunkelkraft ist dazu bestimmt. Und diese Tragödie wird sich genau hier auf dieser Bühne abspielen. Der Text geht so schnell weg. Weiß. Viel Weiß. Ein Hase im Schneesturm. Ein Loading Screen. Unser Theater, es liegt in Trümmern.
Wenn niemand Gray aufhält, wird die ganze Insel zerstört werden. So, komm, und jetzt nochmal Mega-Entwicklung. Das ist... Auf geht's, Peach! Jetzt kommt das große Finale. Es ist irgendwie sehr interessant. Das Design alleine von der Alten hier hinten erinnert mich so leicht an Bowser aus Mario Bros. Wonder. So, dieser riesige Kopf-slash-Körperteil mit den zwei großen Armen oder Händen. Hat schon leicht was Bowser-artiges. Halte B gedrückt, um anzugreifen. Okay. Jetzt halte B gedrückt, um anzugreifen. Okay. Und die Maske bricht oder bröckelt leicht. Das sieht echt cool aus. Ich kann hier aber dann doch nicht allzu viel machen sonst. Ja, und da bricht die Maske. Ist durchaus cool konzipiert. Ich will hier an die Seite, ja genau. Aber wenn die Alte das Theater übernehmen wollte, warum zerstört sie es dann? Huch. Oi. Komm schon, da ist die nächste Phase beendet. Ja, das sind Laserstrahlen. Zu weit an der Seite. Schön mittig drauf. Ist immer gut. Ah, mitgehen. Ja. Komm, da war doch schon nichts mehr. Ach Mann. Seite. Nee, nicht Seite, Mitte. Noch weiter in die Mitte. Eieieiei. Also, die erste Phase kam mir doch sehr leicht vor, als wir noch im Theater waren. Das war sehr einfach. Da musste man einfach ein bisschen ausweichen, ein bisschen B drücken. Finde ich das hier schon besser. Hier sieht man auch nochmal eine größere Angriffsvariation. Mal hier mit den Lasern und dann die Bälle, die sie auf einen feuert. Da war ein kurzer Lag. Der muss auch noch unbedingt mit dabei sein im Finale. Ja, und jetzt?
Okay. Ja, und das war's schon mit Princess Peach Showtime. Ja gut, der Endboss war jetzt von der Länge her... Ja, ungefähr so lang wie ein Level. Wie ein normales Level. Kommt drauf an, von welchem Level wir jetzt hier sprechen. Ein paar waren ein bisschen kürzer, ein paar waren ein bisschen länger. Generell war der Boss, der Endboss hier jetzt okay, finde ich. Klar, er war jetzt nicht überkrass schwierig. Aber ich wurde trotzdem hin und wieder mal getroffen. Teilweise ein bisschen blöd, aber ey, das müsst ihr machen. Passiert. Generell hat mir der Boss, denke ich, schon gefallen. Klar, ist... Das waren jetzt halt auch wieder nur so ein paar Kugeln, die auf einen zugeflogen kamen. Ein paar Laser am Ende. Aber visuell war der Boss schon sehr, sehr schön. Die Musik war auch wie immer ein absoluter Oberhammer. Die Musik ist in dem Spiel hier generell sehr, sehr gut, mal wieder. So, Musik ist in Nintendo-Spielen überhaupt nie ein negatives Kriterium. Die ist immer mega. So auch hier. Und ja, Princess Peach Showtime. Lange ist es her, dass Peach, seit Peach ihr letztes Solo-Abenteuer gekriegt hat. Jetzt hat sie wieder eins bekommen und ich finde, es war ein schönes Abenteuer. Die Level waren teilweise ein bisschen einfach, teilweise waren sie ein bisschen verwirrend. Ich erinnere mich da gerne an die Eisläufer-Level zurück. Ah ja, so ein Zufall. Und schon kommt das Eisläufer-Bild. Ja. In den Eisläufer-Leveln, das waren so 0,5 Rhythmus-Level. So 50% Rhythmus-Level. Das waren nicht komplette Rhythmus-Level, aber so ein bisschen... Da war großes Timing gefordert, sagen wir es so. In den Eisläufer-Leveln, da war Timing gefordert. Das hat mich teilweise... Ja, doch ein bisschen mehr in Anspruch genommen, als es hätte sollen. Gut, die Funkeljuwelen waren in den einzelnen Leveln teilweise sehr offensichtlich, teilweise aber auch ein bisschen besser versteckt. Vermehrt waren so diese Secret-Bereiche, die sehr, sehr guten Verstecke von Funkelkristallen. Und es ist jetzt auch nicht so schwer, alle zu finden. Auch die Schleifen waren in den meisten Fällen nicht so schwer versteckt. Klar, wenn man die Level beim ersten Mal durchspielt, ist es, denke ich, schon verständlich, wenn man da mal nicht alles zu 100% findet, erst recht nicht beim ersten Versuch. Aber beim zweiten Mal durchspielen oder beim dritten Mal, dann findet man die Sachen schon relativ einfach. Wenn man dann auch weiß, wo man nicht mehr suchen muss und wo man eher ein Auge hinwerfen muss, um alles zu finden. Insofern war das schon okay. So, Endgrafik. Mach die Maske jetzt nochmal die Augen auf. Oder bleibt sie zu? Wir werden es gleich sehen. Wenn die Credits durchgelaufen sind. Ja, und die Toads, stimmt. Mit denen ist Peach ja mehr oder weniger in den Urlaub gefahren, um ein bisschen das Theater zu genießen. Und dann wurden die ausgesperrt und keine hat es mehr interessiert, wie es denen ergangen ist. Ich finde es aber schön, dass sie hier nochmal in den paar letzten Bildern nochmal einen Platz finden und Peach auch ihr Krönchen zurückbringen, das sie ja am Anfang verloren hat. Ja, war schon ein sehr, sehr schönes und auch entspanntes Spiel.
die Einführung von Stella, die war, würde ich sagen, auch okay. Wenn man einen neuen Side-Character in ein Spiel einführt, muss man halt irgendwie machen. Und in den meisten Fällen ist es halt einfach so, ja, Bösewicht macht irgendeinen Mist und der Held oder die Heldin in dem Fall muss dabei helfen, alles wieder richtig zu rücken. Und so einen Companion, den braucht man einfach, den hat man immer gebraucht. So. Und? Auch die Musik hier im Endscreen, also bei den Mitwirkenden, die Musik im Hintergrund ist auch super, super schön. Und so ganz sind wir ja noch nicht fertig. Da gab es ja noch diesen einen Typ, der die ganzen Fotos gemacht hat. Wenn man in den Leveln alles gefunden hat, die sehen wir uns dann auch nochmal an. Aber ich schätze in einem Extra-Part, das dauert hier dann doch relativ lange mit den Credits. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal nochmal an in so einem Bonus-Video. Die ganzen Funkeli-Level, die waren auch sehr, sehr schön. Ich versuche gerade nur so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, bis die Credits mal zu Ende sind. Die Funkeli-Level, die waren natürlich im Vergleich zu den anderen Leveln eher kurz und es gab weniger in ihnen zu finden. Weniger Funkeljuwele, einfach nur weniger, sie waren kürzer, aber auch trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Und da war das Nintendo-Logo mit einem sehr seltsamen roten Hintergrund. Den hätten sie eigentlich weglassen können, dieses rote Quadrat. War gut. Und somit endet hier das neueste Abenteuer von Prinzessin Peach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns im Laden ein Spezialkleid kaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du kannst jetzt das Theater dekorieren. Sprich mit dem Verkäufer, um mehr zu erfahren. Das Versteckspiel ist nun verfügbar vom Ninja Funkeli. Erfährst du mehr? Tritt erneut gegen die Bossgegner an. Die Details findest du auf den Postern bei den Treppen. Dann gibt's hier ja doch noch mehr zu sehen, als ich gedacht habe. Ja gut, beim nächsten Mal sehen wir uns das Ganze dann an. Vielen Dank fürs wieder mit dabei sein. Schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.